Herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Negelsbach. Ich bin die Großnichte von Alfons Zeileis. Alfons Zeileis war ein bekannter Maler seiner Zeit. Sein Leben erstreckte sich von der Kaiserzeit über zwei Weltkriege bis in die Bundesrepublik Deutschland. In der nächsten halben Stunde werde ich euch Leben und Werk dieses faszinierenden Malers kurz vorstellen. Wenn ihr mehr über Alfons Zeileis und die Zeit, in der er lebte, erfahren wollt, schaut öfters vorbei. Anhand zahlreicher Originalfotos und Originaldokumente werde ich euch viele Details über Alfons Zeileis und das Leben in dieser Zeit erzählen. Als Alfons Zeileis geboren wird, ist das Deutsche Kaiserreich, der erste deutsche Nationalstaat, gerade mal 16 Jahre jung. Das Königreich Bayern ist ein Bundesstaat des Deutschen Kaiserreichs. Auch die Pfalz gehört damals zum Königreich Bayern. Alfons Zeileis wird sein Leben im Königreich Bayern verbringen. Er hat dort unterschiedliche Stationen, angefangen in Hafenlohr, Würzburg, Nürnberg, München, Marnheim und schließlich und endlich Neustadt an der Weinstraße. Lasst uns in Hafenlohr beginnen. Hafenlohr liegt am Main, etwas nördlich der heutigen Autobahn A3. In der Nähe des heutigen Outlets Wertheim Village. Ist das nicht idyllisch hier? Moment, höre ich da nicht einen Dampfzug? Lasst uns auf die andere Mainseite zum Bahnhof gehen. Dort ist der Arbeitsplatz von Alfons Vater August Zeileis, dem königlich bayerischen Bahnexpeditor. Der Bahnhof ist gerade frisch gebaut und wichtig für den Transport der alten Spessart-Eichen per Bahn in alle Welt. Ein Bombenjob für Vater August. Und beste Voraussetzungen für eine Karriere in dieser Zukunftsbranche Logistik. Sägewerk statt Vogelgezwitscher und Idylle. Vater August macht Karriere, nach wenigen Jahren zieht die Familie nach Würzburg um. Würzburg ist Residenz- und Bischofsstadt und seit 1402 auch Universitätsstadt. Es ist doch schon gleich viel ruhiger hier. Ach ja, die vielen Kirchen und nicht zuletzt der Dom St. Kilian. Hier in Würzburg ging Alfons Zeileis zur Schule. Er schreibt über sich selbst. Meine persönliche Vorliebe wandte sich schon sehr früh dem Malen mit Wasser- und Pastellfarben zu, was meine sonstigen Leistungen am humanistischen Gymnasium nicht gerade erhöhte. In Würzburg war jedenfalls klar, Alfons Zeileis wird Kunstlehrer. Alfons muss das Gymnasium 1904 wohl erfolgreich absolviert haben. Sonst wäre kein Studium für das Lehramt möglich gewesen. Was heute so normal klingt, war damals keineswegs selbstverständlich. Ein Knabe aus der Mittelschicht sollte Abitur machen und Lehrer werden. Im Jahr 1900 gab es 5,7 Millionen Grundschüler, aber nur ca. 180.000 Gymnasiasten. Von diesen nahm nur jeder Zehnte ein Studium auf. 1902 gab es im Deutschen Reich 530.000 Studenten. Tatsächlich in der männlichen Form, denn Frauen war das Studieren nicht erlaubt, jedenfalls nicht bis 1908. Am 1.10.1904 begann Alfons Zeileis sein Studium an der Kunstgewerbeschule in Nürnberg, mit dem Ziel, Zeichenlehrer an höheren Schulen zu werden. In den beiden Jahren, welche er in Nürnberg verbrachte, zeigte er, dass er Perspektive, genaues Zeichnen und Malen in unterschiedlichen Techniken perfekt beherrschte. Sein Lehrer, Professor Beck-Kran, war so überzeugt von ihm, dass er ihm zum Besuch der Münchner Akademie der Bildenden Künste riet. Also verließ Alfons Zeileis Nürnberg und schrieb sich im Wintersemester 1906 an der Akademie der Bildenden Künste in München ein. Das war in keiner Weise selbstverständlich. Nicht jeder wurde dort angenommen. Der berühmte Expressionist Emil Nolde schaffte es nicht in die Akademie. Sie war zur Jahrhundertwende neben Paris die Kunstakademie schlechthin und zog Studenten aus der ganzen Welt an. Zusammen mit 10 weiteren Kommilitonen schrieb sich Alfons Zeileis in die Zeichenschule von Hackel ein. Gabriel von Hackel war nicht irgendjemand. Er hat so berühmte Schüler wie Max Slevogt und Franz Marc auf ihren künstlerischen Weg geschickt. Von den 10 Kommilitonen von Alfons Zeileis waren 2 Schweizer, ein Italiener, nämlich der berühmte Maler, Bildhauer und Grafiker Giorgio de Chirico, der später als Hauptvertreter der metaphysischen Malerei gesehen werden wird,
Ein Österreicher, zwei Griechen, die beide berühmt geworden sind. Ein Ungar, ein Bulgare, ein Hesse aus Fulda und ein Münchner. 7 der 10 Kommilitonen haben künstlerische Spuren hinterlassen. Diese könnt ihr über die Website alfonszeileis.de nachverfolgen. In dieser hochkarätigen Umgebung können die 4 dokumentierten Preise, die Alfons Zeileis an der Akademie gewonnen hat und welche übrigens auch mit Geld dotiert waren, gar nicht hoch genug geachtet werden. Neben der Zeichenklasse bei von Hackel besuchte Alfons Zeileis auch die Malklasse bei von Marr und von Herterich und die Komponierklasse von Professor Becker-Gundal, dessen erster Komponierschüler er wurde. Professor Becker-Gundal war übrigens Pfälzer. In München war es nahezu unausweichlich, mit modernen Kunstströmungen in Kontakt zu kommen. Ludwig von Herterich, der Professor von Alfons Zeileis, war Mitglied der Münchner Sezession. In der Pinakothek wurden moderne französische Maler ausgestellt. Zum Missfallen des konservativen Prinzregenten Luitpold, welcher die Historienmalerei liebte. Monet, Manet, Degas, Renoir, Künstler, welche heute selbstverständlich zu den besten und bekanntesten und natürlich auch teuersten zählen, wurden damals verachtet und ihre Bilder als unfertig und skizzenhaft bezeichnet. Deutsche Künstler sprachen sich gegen den Erwerb derartig minderwertiger, fremdländischer Kunst aus. Alfons Zeileis entschied sich ganz eindeutig für modern, wie man an den Bildern sieht, welche er beispielsweise in einer Dachauer Malergruppe malte. 1908 schloss Alfons zwar sein Lehramtsstudium ab, studierte jedoch an der Akademie weiter. Ende des 19. Jahrhunderts lebten in München mehr bildende Künstler als in Wien und Berlin zusammen. Für Alfons Zeileis war also München der Platz für seine Entwicklung. Auch wenn er dafür zum Gelderwerb Nymphenburger Porzellan bemalen musste. Immerhin war auch Auguste Renoir Porzellanmaler. Auch wenn er wenig verdiente und das Künstlerleben hart war, war diese Zeit die künstlerisch prägendste und beste Zeit seines Lebens. Sie wurde durch den Kriegsausbruch am 28. Juli 1914 jäh beendet. Am 20.08.1914 meldete sich Alfons Zeileis freiwillig zum Kriegsdienst für einen Krieg, der sich zum Ersten Weltkrieg auswachsen sollte. Nach der Ausbildung ging es an die Front und bereits am 16.06.1915 brachte ihn diese ins Lazarett, in welchem er ein Jahr verbrachte. Immerhin kam er in seiner Zeit im Lazarett zurück nach München und konnte seine nächsten Schritte planen. Es gab enge Verbindungen zwischen der Bayerischen Pfalz und der Münchner Kunstlandschaft. Diese engen Kontakte ermöglichten ihm den Weg an die Realanstalt am Donnersberg als Kunstlehrer. Also zog Alfons Zeileis nach Marrenheim. Auch heute ist die Gegend noch sehr idyllisch und wie damals landwirtschaftlich geprägt. Allerdings ohne Sägewerke. Es gab und gibt sogar einen Bahnhof, der bis heute mit Gleisen versorgt ist. Das half Alfons Zeileis natürlich enorm beim Absolvieren des Praktikums in Kaiserslautern, welches für die Übernahme als Beamter in den Staatsdienst unabdingbar war. Die Realanstalt am Donnersberg galt Ende des 19. Jahrhunderts als eine der bedeutenden Internatsschulen der Pfalz. 1902 war die neue Aula fertiggestellt worden. Alfons Zeileis arbeitete also in einer damals topmodernen Einrichtung. In Marrenheim lernte Alfons Zeileis Elisabeth Fleischmann kennen. Nach Erzählungen der Familie noch in den 1970er Jahren war Elisabeth eine überaus intelligente, empathische, fröhliche und ungeheuer patente Frau, die ihre Umgebung sehr beeindruckt hat. Sie wurde schnell auch zum Modell für Alfons Bilder. Dass Elisabeth evangelisch war, hat Alfons wohl nicht weiter beeindruckt. Noch während des Ersten Weltkriegs am 31.07.1918 heiraten Elisabeth und Alfons. Am 1.04.1920 wird Alfons Zeileis zum Gymnasialzeichenlehrer am Humanistischen Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße ernannt. Die Eisenbahn führt von Mannheim direkt dorthin. Die materiellen Grundlagen für den Unterhalt der Familie sind nun gegeben. Am 22.01.1922 wird Anneliese Zeileis geboren. Anneliese wird evangelisch getauft. Das ist überaus erstaunlich und muss erhebliche Folgen für Alfons Zeileis gehabt haben, falls ihm Kirche in irgendeiner Weise wichtig war.
Als Katholik evangelisch heiraten und noch dazu die Tochter evangelisch taufen, wurde üblicherweise mit Exkommunikation geahndet. Ab wann genau die Familie Zeileis in Neustadt wohnt, ist nicht bekannt. Im Jahr 1924 malt Alfons Zeileis einen Blick über Neustadt. Wahrscheinlich hat er zu diesem Zeitpunkt bereits in Neustadt gewohnt. 1922 wird die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst gegründet. Sie nimmt ab ca. 1924 ihre Tätigkeit auf mit dem Ziel, Pfälzer Kunst und Künstler durch Ausstellungen und den Verkauf von Bildern bzw. Kunstwerken zu fördern. Ab 1925 wird Alfons Zeileis verstärkt künstlerisch aktiv. Ab 1926 nimmt er an Ausstellungen der APK teil. Ab 1924, nach dem Fall der Zollgrenze der von Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg besetzten Gebieten, sind auch wieder Ausstellungen möglich. Alfons Zeileis wird selbstverständlich neben den bekannten Künstlern wie Hans Purmann, Otto Dill und den Croissants namentlich erwähnt. Besonders interessant ist eine Ausstellungsbesprechung zur Ausstellung 1927 in Landau zum Bild Stubaital. Dieses Bild ist aus heutiger Sicht in keiner Weise auffällig. Die Zeitung Der Rheinpfälzer nannte Alfons Zeileis einen begabten Künstler, der sich in diesem Bild in kokoschkarsche Wirrnisse verirrt hätte. Aus heutiger Sicht definitiv ein Lob. Hermann Croissant, ein APK-Kollege, stellt in dieser Ausstellung 13 Gemälde aus, während Alfons Zeileis nur eines ausstellt. Das zeigt sehr deutlich den Unterschied zwischen dem Berufsmaler, der vom Verkauf seiner Bilder leben muss, und dem Kunstlehrer, der nicht so produktiv sein kann und auch nicht sein muss. Im selben Jahr schreibt eine Zeitung zur Weihnachtsausstellung: Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass auch die Bildnismalerei wieder neben Landschaft, Tierstück und Stillleben allmählich mehr gepflegt wird. Zeileis zeigt drei Bildnisse, ein Selbstporträt von großer Lebendigkeit in Charakteristik und Ausdruck, nur überlebensgroß, was etwas stört, ferner zwei Mädchenporträts, die mit großer Selbstständigkeit und Eigenart der Farbgebung durchgeführt sind. Alfons Zeileis malte nachweislich unter freiem Himmel. Mitunter malte er auch im Atelier nach Foto, wie zum Beispiel hier. Sei es, weil das Motiv nicht stillsitzen wollte, sei es, weil es ihm ging wie Renoir, der das Malen im vollen Sonnenlicht durchaus auch kritisch sah. Im Freien erschien ihm Renoir kein Ton kräftig genug. Zurück im Atelier war es ganz schwarz. So äußerte sich Renoir sinngemäß gegenüber dem Kunsthändler Vollard. Bis 1929 geht Alfons Zeileis mit oder ohne Familie immer wieder auf Reisen, welche sich in seinen Bildern niederschlagen. Elisabeth und Anneliese sind Motive vieler Bilder. Eine weitere Person ist ebenfalls häufig sichtbar, Elisabeth Nägelsbach. Von dieser Frau wird an anderer Stelle noch die Rede sein. Sie war die Cousine von Anneliese. In den 20er Jahren wanderte sie nach China aus, heiratete dort in einer glücklichen, arrangierten Ehe den Blankeneser Kaufmann Hans Meyer und lebte bis in die 1950er Jahre in Hongkong. In China wurde sie zur Vegetarierin. Sie und ihr Bruder Wilhelm sind bei zahlreichen Ausflügen dabei, die die Familie unternimmt. Die Familie hat in Neustadt nun ihren Platz gefunden. 1929 greift erneut die Weltgeschichte ein und beendet die goldenen 20er Jahre jäh. Ende Oktober 1929 kommt es zum Börsencrash in New York mit einer anschließenden weltweiten Wirtschaftskrise, die bis weit in die 30er Jahre dauert. Auch Deutschland ist schwer betroffen. Kunst ist nicht mehr gefragt. Die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst fasst den Beschluss, dass nur noch Künstler, die Kunst im Haupterwerb betreiben, an Ausstellungen der APK teilnehmen dürfen. 1930 nimmt Alfons Zeileis noch einmal an einer Ausstellung teil, die allerdings nicht dem Verkauf dient, sondern Begleitprogramm zur Veranstaltung 1000 Jahre Mode und Literatur ist. Bis zur nächsten Ausstellung, bei welcher Alfons Zeileis ausstellen wird, sollten 18 Jahre vergehen. Alfons Zeileis malt in der Folge wenig.
1932 erbt Elisabeth Seilers einen Betrag, welcher der Familie den Erwerb eines Grundstücks ermöglicht. Die Familie baut ein Haus auf der Hambacher Höhe. 1933 ist das Haus fertiggestellt, die Familie kann einziehen. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Am 1. Februar ist der Reichstag aufgelöst. Alle Organisationen werden ab dem 9.3.1933 gleichgeschaltet. Die APK wird in die Reichskulturkammer, die RKK, überführt. Auch Alfons Zeileis ist jetzt RKK-Mitglied. Bereits 1922 hat Hitler in Mein Kampf geschrieben: Die hässliche Kunst gehört in ärztliche Verwahrung, in eine geeignete Anstalt, da sie eine Gefahr für den gesunden Sinn des Volkes darstelle. Am 23.03.1933 verkündete er: Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Was auch immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall gilt: Impressionismus und Expressionismus sind nun undeutsch. Zu den Künstlern, die später als entartet aus deutschen Museen entfernt wurden und die als abschreckende Beispiele 1937 in der Ausstellung Entartete Kunst ausgestellt wurden, gehörten unter anderem berühmte und anerkannte Namen wie Max Beckmann, Marc Chagall, Lovis Corinth, Otto Dix, Lionel Feininger, Alexei von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Paula Modersohn-Becker und Pablo Picasso, um nur einige zu nennen. Kunst hat politische Funktion und dient nun nur noch der Politik. Kunst ist gigantisch und brutal. Sie zeigt Omnipotenz nach innen und außen. Nationalsozialistische Kunst, wie sie auf der Deutschen Kunstausstellung im Münchner Glaspalast 1938 gezeigt wird, ist heldisch, monumental, prototypisch, kraftvoll, realistisch. Alfons Zeileis stellt nicht mehr aus. Er malt seine Bilder nur für sich. Im Januar 1939 wird er zum Studienprofessor ernannt. Am 1.9.1939 ließ Adolf Hitler den Krieg losbrechen, der zum Zweiten Weltkrieg wurde. Anneliese hatte mittlerweile einen Freund. Natürlich wurde der Freund nach Kriegsbeginn zum Militär eingezogen. Er kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Anneliese hat nie geheiratet. 1940 machte sie Abitur. Ihre männlichen Klassenkameraden mussten zum Militär. Um den Informationsaustausch sicherzustellen, richtete der Jahrgang eine Zentrale ein, über welche der Jahrgang in Kontakt bleiben wollte. Das hat völlig ohne Social Media sehr gut funktioniert. Schaut ab und an auf YouTube vorbei, dort erzähle ich euch mehr darüber. Während die Männer in den Krieg zogen, ging Anneliese in den Reichsarbeitsdienst. Der Reichsarbeitsdienst sollte die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung erziehen, ganz jenseits sozialer Klassen. Ohne Reichsarbeitsdienst war kein Studium möglich. 1941 fand, wie jedes Jahr, eine große deutsche Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München, also im neuen Glaspalast, statt. Was Alfons Zeileis dazu getrieben hat, dort 3 Ölgemälde und 2 Aquarelle anzumelden, ist völlig unbekannt. Ausgestellt wurden sie jedenfalls nicht. Und Rückmeldung erhielt er ebenfalls nicht. Klar ist, seine Bilder waren weder heldisch noch monumental, sondern eher impressionistisch. Wir erinnern uns: Impressionistisch war im Nationalsozialismus undeutsch und nicht gewollt. Im Dezember erhielt Herr Kunstmaler Alfons Zeileis von Herrn Hoffmann von der Reichskulturkammer folgendes Schreiben:
Gemäß dem § 1 der Anordnung über den Vertrieb minderwertiger Kunsterzeugnisse vom 1. Oktober 1940 bestimme ich, dass der Absatz, die Verbreitung und Vervielfältigung von Erzeugnissen der Malerei, Bildhauerei und Grafik oder deren Vervielfältigungen durch sie meiner Genehmigung bedürfen. Nachdem ein Teil ihrer Erzeugnisse dem Ausschuss zur Begutachtung minderwertiger Kunsterzeugnisse vorgelegen hat, untersage ich Ihnen mit sofortiger Wirkung gemäß dem § 2 Absatz 1 der Anordnung den Absatz, die Verbreitung und Vervielfältigung Ihrer Bilder Spiel der Lüfte vor Frühlingstag, die ich gemäß dem § 2 Absatz 3 der genannten Anordnung durch die Polizeibehörde sicherstellen lassen werde. Gleichzeitig mache ich Ihnen gemäß dem § 2 Absatz 2 der genannten Anordnung die Auflage, alle Ihre Erzeugnisse, bevor Sie sie der Öffentlichkeit übermitteln, zukünftig dem vorbenannten Ausschuss vorzulegen. Was für ein Schock! Alfons Zeileis erhält leere Rahmen zurück. Später hat er beide Bilder noch einmal in ähnlicher Weise gemalt. Aus meiner Sicht echt tolle Bilder, aber völlig am nationalsozialistischen Ideal vorbei. Ob dieser Schock ursächlich war oder andere Faktoren dazu kamen, ist unbekannt. Ab 18.08.1942 ist Alfons Zeileis krankgeschrieben und ist bis zum 01.01.1943 nicht im Dienst. Am 22.11.1942 stirbt seine Mutter in Würzburg. Bis zum Kriegsende malt er nur noch 5 Bilder. Das mag an der Vernichtung seiner Bilder liegen. Ganz sicher war es auch nicht einfach, an das erforderliche Material zu kommen. Währenddessen beginnt Tochter Anneliese eine Tätigkeit in der Adlerapotheke in Ludwigshafen und startet schließlich in ein Pharmaziestudium durch. Nach dem Krieg war es für Frauen wegen der zahlreichen Kriegsheimkehrer nahezu unmöglich, einen Studienplatz zu erhalten. Wie gut, dass Anneliese während des Kriegs ihr Studium begonnen hat. Am 7. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos. Die Pfalz wird amerikanisch besetzt. Amerikanisch? Es ist doch allgemein bekannt, dass die Pfalz französisch besetzt wurde. Das ist richtig. Allerdings erst später. Zuerst marschierten die Amerikaner ein. Im Mai 1945 durften die Einwohner von Hambach ihre Radiogeräte den Amerikanern zur Verfügung stellen. Alfons Zeileis fährt nach Würzburg zur Familie. Kurz vor Kriegsende am 16.03.1945 wurde Würzburg von der britischen Royal Air Force angegriffen. Die historische Altstadt, in welcher die Familie Zeileis wohnte, wurde nahezu komplett zerstört. Ab Juli 1945 übergaben die Amerikaner die Pfalz an die Franzosen als Besatzungsmacht. 1945 bewegen wir uns in einer Zeit, in welcher viele Menschen vermisst oder in Kriegsgefangenschaft waren, in welcher viele Flüchtlinge in Deutschland unterwegs waren und in welcher viele Menschen ihre Wohnung verloren hatten, weil sie durch Bomben zerstört worden waren. Im Haus der Familie Zeileis war die Familie Nägelsbach untergekommen, nachdem sie 1944 ausgebombt worden war. Johanna Nägelsbach war die Schwester von Elisabeth Zeileis. Am 7.11.1945 stehen nun französische Soldaten vor dem Haus der Familie Zeileis in Hambach und verlangen von den Bewohnern, dass diese das Haus umgehend räumen müssen. Sie dürfen nur die notwendigste Kleidung mitnehmen und müssen sofort gehen. Einen Tag später, am 8.11.1945, wird bereits ein Inventarverzeichnis erstellt, welches zeigt, dass alles, was eine Familie sonst zum Leben benötigt, im Haus zurückbleiben musste. Es blieb alles inklusive Bettdecken, Bettwäsche, Geschirr, Bücher, Noten und so weiter im Haus.
Das Haus der Familie Zeileis war von den Bomben verschont worden. Jetzt war es beschlagnahmt. Ausgebombt konnte man wenigstens normalerweise noch die Dinge, die unbeschädigt waren, mitnehmen. Die Beschlagnahmung umfasste alles. Die Familie Zeileis war von heute auf morgen obdachlos. Verwandte in Sembach nahmen die Familie auf. Die Geschichte, welche nun folgt, könnte Stunden ausfüllen. Schaut bei mir auf YouTube vorbei und erfahrt mehr darüber. Elisabeth und Alfons Zeileis hatten bereits den Ersten Weltkrieg erlebt. Alfons Zeileis hatte bittere Not erlebt. Durch die nächsten Jahre erwies sich seine Stärke und Beharrlichkeit und seine Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu überleben. Heute würde man das wohl als Resilienz bezeichnen. Nach einer Zeit in Sembach bezog die Familie verschiedene Notquartiere, wobei Anneliese nach Beendigung ihres Studiums auf eigenen Füßen stand. Es war schwierig, die Bilder von Alfons zu lagern, die Verhältnisse waren beengt, das Leben fand im Provisorium statt. 1946 malte Alfons Zeileis nicht, ab 1947 entstanden wieder Bilder und bereits 1948 war Alfons Zeileis wieder APK-Mitglied der wiedergegründeten Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler und nahm wieder regelmäßig an Ausstellungen teil. 1949 wird Alfons Zeileis schließlich in den Ruhestand versetzt. Alfons Zeileis muss bis zum 30.06.1954 um die Rückgabe seines Hauses kämpfen. Die Anzahl der Schreiben ist riesig. Am 30.06.1954 wird das Haus an Alfons Zeileis zurückgegeben, fast 9 Jahre nach der Beschlagnahmung. Es dauert bis 1957, bis alle Schäden am Haus beseitigt sind und die Entschädigung final geklärt ist. 1954 pachtet Anneliese Zeileis eine Apotheke in Kirchheim am Neckar. Alfons und Elisabeth besuchen sie öfter. Am 14.10.1962 schreibt Alfons Zeileis seiner Tochter im Urlaub. Er ist ganz aufgeregt, weil er eine Einladung für eine Ausstellung der Künstlergilde Buslat in der Nähe von Pforzheim erhalten hat und sie um Unterstützung beim Transport der Bilder bittet. Die Ausstellung geht bis zum 31.01.1963 und er bittet Anneliese, die Bilder wieder abzuholen. Am 22.02.1963 stirbt Elisabeth Zeileis. Zu diesem Zeitpunkt ist auch Alfons schon schwer erkrankt. Er folgt seiner Frau am 25.03.1963. Anneliese Zeileis ist zu diesem Zeitpunkt stark mit ihrer Apotheke beschäftigt. Sie löst das Haus auf und verkauft es schließlich. Von 1988 bis 1991 ermöglicht Anneliese Zeileis 5 Einzelausstellungen mit Alfons Zeileis Bildern und stellt Bilder für eine Gruppenausstellung zur Verfügung. Im Donnersberg-Jahrbuch 1991 erscheint ein Artikel über Alfons Zeileis, geschrieben von Karl Ritter. Er beendet diesen Beitrag mit folgenden Worten: Bei Betrachtung aller Bilder des Malers empfinden wir es als großes Glück, dass Zeileis jenseits aller Ismen malte. Er malte, was er sah, doch er bildete nicht ab. Er machte sichtbar, was seine Sinne in der Natur durch den Schleier seiner Seele erkannten. Zitat von Edgar Allan Poe. Vielen Dank, dass ihr mich auf der Reise durch das Leben von Alfons Zeileis begleitet habt. Wenn ihr mehr über Alfons Zeileis und das Leben zu seiner Zeit erfahren wollt, schaut öfters vorbei. Was aß man? Was las man? Wie verbrachte man seine Freizeit? Welche Musik hörte man? Wie kam man an Materialien zu malen? Musste man Farbe noch anrühren oder gab es die aus der Tube? All das werde ich euch anhand zahlreicher Originalbilder und Dokumente erzählen. Ich freue mich, euch wiederzusehen.